Hallo und herzlich willkommen, SB Immobilien Alanya. Liebe Zuschauer, liebe Alanya-Fans, liebe Abonnenten, vielen Dank für eure Unterstützung unseres Kanals. Entschuldigung, mein Sohn sein Kanal. Ja, er ist der große Chef, ich bin nur der Mitarbeiter. Er macht ja auch alles selber, ja, und daher verdient auch sein Kanal. Wir sind heute in Kagejak. Das, was ich euch gleich zeigen werde, ist eine 3+1 Villa. Doppelhaushälfte, Entschuldigung, wir nennen es einen Namen. Doppelhaushälfte. Wir haben 3 Badezimmer, wir haben 2 Küchen. 400 Quadratmeter Bruttofläche und genau 180 Quadratmeter netto Wohnfläche. Wir haben hier einen Gemeinschaftspool. Und das hier ist unser Sonnenliegebereich. Man kann sich hier richtig schön brutzeln und bräunen. Und von hier aus bis zum Strand sind es genau exakt 2,1 Kilometer. Wir sind von hier aus ungefähr 50 Meter von unserer Doppelhaushälfte entfernt. Ich bitte euch, wenn euch eine Objekt, die ich schon mal aufgenommen habe, interessieren sollte, fragt einfach nochmal den aktuellen Preis, weil es gibt immer wieder aktuelle Änderungen. Die Eigentümer rufen meistens nicht an. Ich muss danach telefonieren. Was ist jetzt der Preis? Ist es jetzt verkauft? Oder wie schaut es jetzt in Zukunft aus? Wollen wir eine Preisänderung durchführen? Daher schreibt mir einfach Schein. Gibt es eine Preisänderung? Wir interessieren uns für dieses Objekt, was ja auch die meisten auch machen, was ich auch toll finde. Ja, einfach nur melden. Wir gehen jetzt gleich zum Eingangsbereich. Übrigens, dieses Objekt kostet 279.000 Euro. Ja, kein Cent mehr. Also, jetzt starten wir gleich vom Eingangsbereich los. Bis gleich. Das hier ist unsere Garage, die zu der Villa gehört. Damals hat man pro Garage 10.000 Euro hingeblättert. Das bekommt ihr mit für diesen Preis. Ich laufe jetzt mal weiter vor. Hier ist ja alles schön mit Marmor versehen. Ja, Naturstein an rechts und links. Und so schaut es von außen aus. Auch richtig toll mit dem Naturstein auf der linken Seite, Cremefarbe und Grau Anthrazit hier auf diesem Bereich. Wir kommen hier direkt zu unserer Doppelhaushälfte rein. Und gleich haben wir hier auf der rechten Seite noch einen Schuhschrank und unser erstes Schlafzimmer. Wir haben keine Rollläden, die kann man anbringen, kostet ungefähr pro Fenster zwischen 9.000 bis 16.000 Tele. Wenn man selber haben möchte, kann man das investieren. Wir haben keine Möbel, keine E-Geräte. Das hier ist unser kleiner Abstellraum. Hier haben wir unser erstes Badezimmer. Hier ist unser Wohnbereich und die Küche ist auf der linken Seite. Die ganzen Möbel sind natürlich neu, ist ja klar. Kühlschrank kann man hinstellen, Herd. Ja, hier kommt wahrscheinlich die Spülmaschine hin. So schaut es hier aus. Richtig toll. Was mir hier noch gut gefällt, auch die Deckenhöhe. Ja, müsste ungefähr 3,40 Meter sein. Auch hier haben wir noch Rollladenkassen. Da kann man auch noch extra installieren lassen. Sollen wir mal kurz rausgehen? Kann? Gehen wir mal raus. Dieser Gartenbereich, also unser Grundstück, fängt hier an, zieht sich hier rüber. Man könnte natürlich hier auch einen eigenen Pool hinstellen. Genau hier, sowie da drüben unten auch. Können wir kurz mal zeigen. So schaut es dann unten aus. Auch richtig toll mit den Pflanzen, Blumen, gefällt mir. Kann man machen. Hier hinten haben wir noch unseren Gartenbereich, zieht sich weiter rüber. Ja, so schaut es von der Seite aus, können wir auch kurz bitte zeigen. Den Pool habt ihr schon gesehen, den Gemeinschaftspool. Hier unten haben wir noch einen Billardraum oder beziehungsweise ja, Hobbyraum, hat man Billard, Tischkicker und so weiter. Die untere Etage und die obere Etage ist der Fitnessbereich. Und da oben ist unsere Tennis- und Basketball. Also die Lage ist hier perfekt. Von hier bis zum Pool sind es ungefähr 15, 20 Meter. Bis zum Fitness ist gleich gegenüber. Unser Parkplatz befindet sich genau vorne dran. Unten haben wir noch ein Billard. Die Lage ist top. Finde ich richtig toll. Was mir hier noch ein bisschen fehlt, vielleicht Pflanzen, Blumen. Die wollte auch nicht so viel hinstellen, weil sie muss ja immer wieder hierher kommen und zum Bewässern ist auch so eine Sache, ja, wenn man keine Zeit hat. Jetzt, oh, da muss ich noch mal was zeigen.
Ich gebe einfach mal so Info mit, was man hier alles machen kann. Man könnte natürlich auch den Grundstück trennen. Ja, so viel wie hier auch. Ja, das heißt, man kann hier richtig schön einen Zaun hinstellen, Holzzaun. Und die Terrasse von uns aus kann man auch richtig schön verglasen. Da wäre das ähnlich wie ein Wintergarten. Ja, zusätzlicher Wohnbereich, zusätzlich mehr Quadratmeter. Kann man machen. In der Türkei kostet sowas nicht viel. Wie zum Beispiel, ich habe letztens eine Wohnung verkauft. Sie wollten unbedingt eine Balkonverglasung. Aber das machen wir gerne. Und zwar, das war ungefähr 4,5 bis 5 Meter und 6 Meter links mit 1, 2, 3, 4 Fliegengitter und extra Vorhangschiene. Hat gekostet, ich will jetzt nicht lügen, 52.000 Tele. Ja? Ich bekomme den Preis und genau diesen Preis bekommen auch die Eigentümer direkt zugeschickt. Ohne was drauf zu hauen. Ja? So arbeite ich. Also das hier ist unser Wohnbereich, Badezimmer, Schlafzimmer und hier rechts haben wir unseren Abstellraum und wir haben hier komplett alles mit Fußbodenheizung versehen. Den Regler müssen Sie allerdings selber besorgen. Jetzt gehen wir ein Stockwerk höher und dann zeige ich euch die obere Etage. Bis gleich. Wir sind jetzt auf dem ersten OG. Hier ist unsere Fußbodenheizung versehen bzw. unsere Regler. Hier haben wir unsere Badezimmer mit Tageslicht. Keine Angst, während der Dusche kann euch keiner sehen. Ja, wir haben hier extra so ein Fenster, wo man nicht reinsehen kann. Unser Spiegelschrank, ja, Badezimmerunterschrank. Richtig toll mit dem großen Waschbecken. Auch die Wände, das ist keine echte Travertinsteine. Das sieht aus wirklich wie Löcher und so weiter, aber das ist es nicht. Das sind Fliesen. Ja. Unten haben wir dann 30x30 Fliesen. Und das müssten dann 30 auf 90 cm sein. Groß, schön. Ja, auch die Fliesen kann sich sehen lassen. Hier unten haben wir 1,20 auf 60 cm Fliesen. Und dann haben wir hier unsere größere Schlafzimmer mit Bad und Suite. Sehr groß. Müsste ungefähr 15, 16 Quadratmeter sein. Das Bett kommt genau hier in der Mitte, sodass man rechts und links einen Stecker hat. Und der Fernseher gehört genau auf dieser Wand. Jetzt gehen wir mal hier raus zu unserem Balkon. Hier draußen haben wir auch noch einen Stromstecker. Da drüben haben wir unseren Kinderspielplatz, Indoor-Pool und Outdoor-Pool. Ja. Und hier hinten rechts haben wir auch schon gezeigt, man hat hier natürlich einen schönen Bergblick. Wir haben hier keinen Meerblick. Ja, das muss ich auch zugeben. Hätten wir hier Meerblick, hätte wahrscheinlich die Villa ungefähr oder Doppelhaushälfte um 100.000 Euro mehr gekostet. Ja. Für diejenigen, die sagen, ich lebe schon lange in alleine, aber ich möchte eigentlich ein eigenes Haus, möchte jetzt keine Hochhaus wohnen, ist es natürlich ideal, wenn man seine eigene Garten- und privaten Pool haben möchte. Das hier ist unsere Bad & Suite. Der Boden ist Laminat. Dann gehen wir in unser nächstes Schlafzimmer. Das hier ist auch groß. Ja, einmal so schlecht. Ich hätte vielleicht das Bett dann hier hingestellt. Genau hier neben dem Fenster, Tür. Da haben wir auch noch ein Fenster. Man kann von hier auch raus Richtung Pool rüber schauen, den Kinderplatz. Jetzt gehen wir mal nach oben. Bleibst am besten gleich dran. Wir haben hier auch versteckte Beleuchtungen an den Stufen, ja, wo wir nach oben laufen können. Aluminium, ja, Rahmen hier, unsere Marmorplatte hier auf der linken Seite und wir haben hier noch eine Außenküche. Man kann das Außenküche bezeichnen, ja, weil hier kann man natürlich auch was Vieles machen. Hier kann man was Gutes machen, hier kann man wirklich was Gutes machen. So wie, ich habe gerade eben gesehen, wie da drüben. Ja, die haben komplett oben alles mit Fenster versehen. Das heißt, man könnte hier auch extra zusätzlich noch einen Wohnbereich machen. Wieso nicht? Man könnte auch einen Jacuzzi rausstellen. Man könnte hier auch vielleicht richtig schöne Oase mit Blumen, mit Pflanzen. Ja, dass man hier eine schöne Aussicht hat, ist ja klar, das bleibt auch bestehen.
Also wie da drüben auch, genau dort drüben kannst du auch mal kurz zeigen. Sowas kann man natürlich hier auch machen. Da drüben können wir auch unsere Basketplatz und Tennisplatz sehen. Genau hier. Und die ganzen Switchgeräte und die Klimaanlage werden hier installiert. Ja. Oder wenn man hier natürlich zumacht, man kann das natürlich auch auf der linken Seite wieder drüben auch noch hier installieren. So schaut es aus, liebe Leute. So schaut es hier aus. 279.000 Euro. Was bräuchte man für die Möbel? Zwischen 10.000 bis 12.000 Euro Maximum und die E-Geräte 5.000 bis 6.000 Euro. Ja, dann gehört es euch. Und wenn ihr natürlich auch gerne einen eigenen privaten Pool haben möchtet, müsstet ihr zwischen 9.000 bis 16.000 Euro damit rechnen. Mit Poolpumpe ist ja klar, da muss erstmal ein Loch reingegraben werden und muss auch isoliert werden. Also man müsste ungefähr mit 16.000 bis 17.000 Euro Maximum damit rechnen. Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne bei mir melden, kurzfristigen Termin vereinbaren. Ist ja kein Problem, die Eigentümerin ist in der Nähe. Holen wir die Schlüssel und zeigen wir euch diese Doppelhaushälfte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.